So, guten Morgen, guten Morgen. Wir gehen jetzt hier spazieren. Wenn wir mal die Füße hier raussortieren würden, wäre es ein bisschen einfacher. Aber gut. Komm mit, komm, auf geht's. Wir wollen in diese Richtung gehen. Genau. Und wir laufen jetzt einfach mal los, weil die Welt ist nicht gefährlich. Es ist jetzt noch nicht überzeugt, dass es mit will. Aber wir gehen jetzt hier einfach mal. Hier ist keiner. Hier ist nur Feld. Jawohl. So geht das doch schon ganz gut. Da, guck. Prima. Jawohl. Wir gehen jetzt ein bisschen die Welt erkunden. Außerdem müssen wir dringend gekämpft werden. Sehr schön. Wollen wir ein bisschen schnuppern. Pipi machen ist auch wichtig. Ganz toll. Jetzt aber nicht wieder nach Hause. Auf dem Absatz kehrt. Komm, wir laufen noch ein kleines Stückchen. Herr Chef, erledigt, wir können wieder nach Hause. Ja, ja. Da muss ein bisschen laufen auch. Also jetzt sind wir Richtung Heimat unterwegs. Wie man sieht, kann man dann nach vorne laufen und auch viel schneller werden. Aber ein bisschen aufgeregt sind wir schon. Ja, auf geht's. Ich glaube, sie hat jetzt schon 20 Pipis gemacht. Leute, Aufregung. Aber man sieht, sie ist durchaus interessiert. Statt ich die Leine, die muss ein bisschen anders laufen. Das ist durchaus suboptimal. Ja, ich weiß. Sei jetzt so, geht's besser. So ist besser, so kann sie besser laufen. Jawohl. Ja, vielleicht noch mal so ein bisschen auch. Ich versuche, dass die Leine mal locker bleibt. Warte auch auf sie, zerr nicht. Gucke auch, dass sie nicht zerrt und lass sie auch schnuppern und lass sie lang, bedränge sie nicht. Sie nimmt zum Glück draußen Kekse, das ist super. Das heißt, ich kann sie wirklich belohnen. Und zwischendurch, boah, es ist gruselig, muss man sich auch mal schütteln. Aber ich lasse sie erkunden hier und guck eben, dass sie einfach auch erstmal hier alles in die Nase kriegen kann. Oh, das ist als direkt unser Spazierweg von zu Hause aus, unsere Hausstrecke sozusagen. Das ist jetzt das erste Mal heute, dass sie außerhalb vom Garten ist. Das heißt, für sie ist dieser Weg ganz neu, den laufen wir das erste Mal. Und ich finde, sie macht es ganz schön gut. Zwischendurch ist das Rute auch oben. Zwischendurch geht sie auch mal zwischen die Beine. Also unterschiedlich. Ja, aber ich erwarte jetzt nichts von ihr weiter, ne? Ich lasse sie auch da einfach jetzt mal in ihrem Ding. Wenn sie zu mir guckt, lobe ich sie, sonst passiert nichts. Also sie erschrickt sich, wenn ich einen Keks werfe, von daher werfe ich da keinen Keks. Aber ich kann auch mit ihr sprechen. Ja, super, das machst du so toll. So ein feines Mädchen. Ja, klasse. Willst du meinen Keks haben? Na dann, guck mal. Ja, super. Das ist toll. Ja, ganz prima. Noch einen. Ganz toll. Super gut. So, jetzt sind wir gleich zu Hause. Ich habe mal wieder Hunger. Was halt aus? Ich bin gespannt, ob sie nach Hause findet. Weiß oder nicht. Wichtig zu wissen, wo sie hinwollen. Sie ist ein bisschen verwirrt. Wo wohnen wir? Wo wohnen wir? Da irgendwo, das stimmt. Nicht gepasst. Wohin? Mary, kommst du mal von Nachbars Grundstück? Meringa? Das ist ein bisschen... Nee, das ist ein Haus zu früh, Schatz. Komm. Nee, das weiß ich nicht. Du bist verwirrt. Genau, hier wohnen.
Jawohl, ja, genau, ja. Jetzt hat es. Ja, super, genau. Jetzt haben wir es.